Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Stress. Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Ich frage und werde aber selten gefragt, wie gehst du mit Stress um? Hat sich dein Leben zu früher eigentlich verändert, Dagobert? Wenn meine weiblichen Mitbewohner zum Beispiel nach Hause kommen oder aber auch sonst, versuche ich nicht, ein Frauenversteher zu sein. Ich bemerke zwar, dass sie noch vertieft sind in dem, von woher sie gerade kommen, und wenn dies dann belastend war und ich würde dann den Ausdruck, ihren Ausdruck auf mich beziehen, könnte ich denken, die wären unfreundlich zu mir. Vor einigen Tagen sah ich in das Gesicht einer Frau, die sehr traurig aussah. Ihr Gerechtigkeitssinn konnte nicht das Hintergehen ihrer Arbeitskollegen verstehen. Sie erzählte mir davon. Ich kenne Menschen, die werden bombardiert mit unendlich vielen Fragen. Jede Kleinigkeit in ihrem Leben produziert eine neue Frage. Also wie gehe ich mit Stress um, der sich bei mir meldet? Ich warte, bis ich die Sache entspannt erledigen kann. Überhaupt habe ich entdeckt, dass was um mich herum alles so richtig erscheint, nicht so wichtig sein kann. Nicht so wichtig sein kann, wie erst einmal bei mir selbst zu sein.